Und dann wollte ich, dass ihr vielleicht, bevor ich anfange, weil ich will jetzt ganz kurz was über das Motto sagen. Keine Sorge, wird nicht ewig. Aber wollte ich vielleicht, dass ihr euch selber, bevor ich viel rede und viel denke, kurz in euch geht und so denkt, okay, was mache ich eigentlich hier? Wieso bin ich eigentlich hier? Weil ich denke, es ist ganz verschieden. Also manche haben vielleicht nicht so viel darüber nachgedacht. Manche freuen sich vielleicht schon seit Jahren auf diesen Workshop. Oder manche haben sich irgendwann mal gefreut, aber hatten dann doch keinen Bock mehr kurz vorher und haben jetzt vielleicht gerade noch nicht so Lust. Und manchen ist vielleicht auch alles egal. Aber vielleicht könnt ihr euch ganz kurz, ich gebe euch 10 Sekunden oder so, wo ihr kurz nachdenken, okay, was mache ich eigentlich hier? Okay, so dann erzähle ich mal, was wir uns gedacht haben für die nächste Woche, damit ihr euch so grob einstellen könnt. Das ist nur so ganz grob und nur damit ihr euch so ein bisschen drauf einstellen könnt. Vielleicht könnt ihr dann halt immer so ein bisschen abgleichen, okay, was haben die sich gedacht, was habe ich mir gedacht und passt das irgendwie zusammen, können wir da irgendwie zusammenkommen oder nicht? Und wenn nicht, was mache ich dann? Und zwar erstmal hier, es ist ja Englisch. Aber wir sind eigentlich in Deutschland. Und wisst ihr, wie man Whole Heart übersetzt ins Deutsche? Weiß niemand? Ja, also die Sache ist, das Wort gibt es überhaupt gar nicht, soweit ich weiß. Es gibt halt Whole und Heart, aber es gibt nicht das Wort Whole Heart. Und whole, wisst ihr, was bedeutet? Ganz. Weihnachten, lecker. Also, ganz und hart, ja, heißt Herz. Es gibt, zusammengeschrieben gibt es auch das Wort wholehearted. Da habe ich bei DICT.cc nachgeschaut und das heißt so viel wie, wie war das? Rückhaltlos und ernsthaft. Rückhaltlos, also in dem Sinne von, nicht aufzuhalten, also nicht zurückzuhalten und ernsthaft. Genau, und ich finde, es klingt ganz cool und auch wenn man die Musik oder so hört, so you gotta go whole heart, dann ist es so automatisch, wir sind jung und frisch und leidenschaftlich, ist vielleicht so, dass man so ein bisschen was fühlt. Wenn man sagt, okay, you gotta go whole heart oder gotta go whole heart, und dann denkt, es ist dann so übersetzt, okay, ich muss von ganzem Herzen, also ich muss mein ganzes Herz geben und ich muss mein ganzes Herz investieren. Fällt euch dann vielleicht auf, was da vielleicht fehlt in dem Satz? Oh, rede ich zu schnell? Okay, ich kann mir Mühe geben. Wenn ihr den Satz hört, okay, investier dein ganzes Herz oder du musst dein ganzes Herz investieren. Fällt euch da irgendwas auf, was fehlt in dem Satz? Ja? Zum Beispiel? Ja. Du bist der Beste. ja, genau. Und zwar ist das nämlich ist eine ernste Frage. Also, für was? Weil du kannst dein ganzes Herz investieren und dein ganzes Leben geben, aber im Endeffekt kann es halt schlecht sein oder es kann dir nichts bringen oder dich unglücklich machen. Ich glaube, das gibt es halt ganz oft, dass Leute irgendwie einen Beruf haben, einen Job haben oder so und all ihre Zeit und alle ihre Energie dafür drauf geht. Aber im Endeffekt bringt der Job ihnen nichts, also nicht das, was sie glücklich macht. Oder noch schlimmer, man investiert sein ganzes Herz und sein ganzes Leben und macht andere Leute halt verletzt damit andere Leute, also wenn wir es so ganz ins Schlimme treiben, Selbstmordattentäter oder so, ich meine, die investieren auch ihr Leben oder opfern ihr Leben, aber sind halt Monster, also in dem Sinne, dass sie, also dass sie halt Leben nehmen. Und deshalb ist für uns ganz wichtig, dass ihr auch darüber nachdenkt, okay, wofür, also wo, whole heart, wofür gehe ich whole heart oder wo setze ich mein ganzes Herz für ein? Und wir fangen da ganz am Ursprung an oder ganz am Kern und ganz unten. Also wir gehen so durch eine kleine Reise die nächste Woche. Wir fangen erstmal ganz grundlegend an mit, okay, diese Welt so, wie funktioniert die? Und
Gibt es einen Gott? Und wenn ja, ist es ein persönlicher Gott oder ist es mehr so eine Energie? Oder wirkt Gott in meinem Leben? Oder hat er eine Geschichte gewirkt oder nicht? Oder wenn ja, wie? Es gibt ja sowas mit Fall und Wiederherstellung und Schöpfung und ja, Prinzipien, Regeln, wie funktioniert die Welt eigentlich? Kann man sich ja mal fragen, weil wenn man da so ein bisschen, wenn wir uns da ein bisschen Gedanken machen und drüber nachdenken, dann wissen wir schon vielleicht so ein bisschen grob, okay, in die Richtung das gehen soll, wofür wir uns investieren. Aber es ist halt nur so die Richtung, ne? Man kennt es ja. Man hört so ein Prinzipien-Lecture und denkt sich danach so, ja, interessant. Und jetzt? Das ist deshalb auch nur der Anfang und dann gehen wir weiter und im nächsten Schritt wollen wir uns dann halt Beispiele anschauen und sagen, okay, es gibt ja gewisse Menschen, die haben sich investiert in ihrem Leben, die haben ihr ganzes Herz gegeben und wie haben die das gemacht? Und ich meine, wir sind hier bei einem Workshop von der Vereinigungsbewegung Familienföderation, die wurde gegründet von diesen Menschen. Ja. Und da macht es eben auch Sinn zu sagen, okay, wie haben die das gemacht? Was war für die wichtig? Was wäre deren Vision und wofür haben die ihr ganzes Herz gegeben? Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, sich so ein bisschen klar zu machen. Wir sitzen halt hier und es ist ganz klar halt so eine Folge davon, dass sie ihr Herz investiert haben. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ja, die wollten auf jeden Fall, dass das genauso aussieht, wie es jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall eine Folge davon. Also ich denke mir so, ja, vielleicht sind die Eltern oft auch nicht so glücklich mit was, was wir, also mit allem, also nicht mit allem, was wir machen, so super glücklich. Beziehungsweise vielleicht dachten sie sich, wo sie angefangen haben, hätten sie sich halt mehr gewünscht und vielleicht sind wir ein bisschen wenige oder vielleicht machen wir es. Ja, es ist halt, sind wir noch nicht ganz so weit, wie wir hätten sein können. Aber immerhin, wir sind auf ganz klar halt eine Folge von dem, dass sich Leute investiert haben in der Vergangenheit. Und bei den wahren Eltern ging das ja ganz direkt dann über unsere Eltern, die irgendwie berührt wurden von den wahren Eltern. Und dann haben die dann auch irgendwie versucht, okay, haben irgendwie versucht, dieses Herz zu ererben, auch ihr Herz zu investieren, auch ihr Bestes zu geben. Aber es sah ganz, ganz anders aus als die wahren Eltern selbst. Also die hatten ja noch mal einen ganz anderen Lebensweg als die wahren Eltern. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen, ein bisschen anhören. Wir haben das so verschiedene Stories hören von Eltern und auch von den wahren Eltern. Und dann ist es halt so, dann haben wir uns das alles angeschaut. Also das ist unser Plan, ne? Wir denken über Gott, über die grundlegenden Sachen nach. Wir denken, wir schauen uns Vorbilder an, schauen, wie machen das andere. Und da liegt es ja nahe, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich mir das alles schön angeschaut. Und was mache ich jetzt mit der Information? So ist ja ganz toll so. Aber ich bin halt jetzt hier. Ich bin halt nicht der wahre Vater und ich bin nicht meine Eltern. Und ja, toll. Was soll ich jetzt machen? So, was ist jetzt, wo, ich meine, ich kann ja nicht eins zu eins das Leben leben, was irgendwie andere Leute gelebt haben, niemals. Und da ist eigentlich so, dass wo dann der größte Teil dieses Workshops wohl drum gehen wird, dass wir sagen, okay, was machen wir jetzt damit so? Lass mich kurz auf meine Notizen schauen. Und das ist halt, das Leben ist komplex, das Leben ist unendlich, die Möglichkeiten sind unendlich. Das heißt, es gibt niemanden, also es ist keine leichte Frage, so ja, wofür soll ich mein ganzes Herz geben, wofür soll ich mich investieren? Ist nicht so, dass ich hier so sagen kann, ja, wenn du jetzt übermorgen hier an der Straße einen Hotdog-Stand aufmachst und du machst genau die Hotdogs nach diesem Rezept und dein Hotdog-Stand sieht genau so aus und du investierst dein volles Herz darin, dann wirst du auf jeden Fall glücklich werden und die Welt wird gut. Also es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, mach's genau so. Und wir sind halt hier ja auch auf einem Workshop von einer Bewegung, die so gewisse Richtungen auch vorgibt oder gewisse Werte hat. Reinheit wird ganz klar auch Thema sein, natürlich, ne, das ist so ein bisschen so ein Standard, wo man sagt, okay, es ist jetzt keine Vorgabe genau, wie du leben sollst. Es ist mehr so das Minimum, so wenn du nichts anderes in deinem Leben machst,
macht zumindest es. Und darüber werden wir reden. Wir werden uns anschauen, was bietet unsere Bewegung so. Es gibt ja auch verschiedene verschiedene Gruppierungen, also Gruppen, was heißt Organisationen auch von unserer Kirche, die Dinge versuchen. Es gibt Bewegungen wie die Hyodong Culture Bewegung. Kindliche Treue ist ganz wichtig und so weiter und so fort. Aber all das ist eben auch nur was, ne, was halt eine Rahmenbedingung ist. Und im Endeffekt kannst du sagen, keine Ahnung, vielleicht Hyodong Culture finde ich ganz cool, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, wo ich hingehen soll in meinem Leben. Und das ist eigentlich dann so der harte Teil. Dann der Weg, das herauszufinden, was ihr dafür braucht, das ist auf jeden Fall, was wir mit euch so ein bisschen trainieren wollen oder worüber wir nachdenken wollen. Aber ich glaube, es ist nicht so, wir euch halt eine Antwort geben können, sondern wir können euch sagen, okay, bis ihr das herausgefunden habt oder bis ihr euch gefunden habt, müsst ihr Sachen ausprobieren, müsst ihr gegen Wände laufen, jetzt metaphorisch gesehen, ihr müsst irgendwie manchmal ein Vollidiot sein und sagen, okay, ich kann es zwar noch nicht und ich kenne es nicht und ich weiß nicht, ob ich das drauf habe, das macht mir Angst, aber ich probiere es einfach aus. Und dann probiert man was aus, aber immer wenn man was Neues ausprobiert, merkt man, wie viele Sachen man nicht kann in seinem Leben. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt anfängst, Geige zu spielen, dann bist du halt ein Vollidiot. So. Du kannst nichts am Anfang und niemand will dir zuhören oder die Leute beschweren sich über dich. Und dann merkt man nicht nur, dass man kein Gefühl für Musik und Rhythmus hat, sondern man merkt auch noch, dass man Angst davor hat, vor Leuten zu stehen. Oder man merkt auch noch, dass man nicht so gut klarkommt mit einer Autoritätsperson, wenn dein Lehrer oder so autoritär ist oder so. Also es öffnet immer wieder neue Türen. Wenn du eine Tür öffnest und sagst, okay, ich investiere mich jetzt da rein, dann kommen tausend Sachen, wo du siehst, okay, die kann ich nicht. Und da musst du halt dieses Versagen lernen und lernen, okay, je weiter ich komme, desto mehr. Ist es nicht so, dass man vielleicht, ist es wahrscheinlich nicht so, dass es dann so, es geht einfach so steil bergauf, sondern man entdeckt einfach immer mehr Sachen, die schwierig sind und die du dann auch noch überwinden musst und die du auch noch lernen musst. Und all diese Sachen wollen wir halt, oder wie man das halt, ne, wie man damit klarkommt, wie man sich seinen Ängsten stellt, wie man trotz allem reinspringt ins Leben und auch wenn man verletzt wird, es wieder versucht, darüber wollen wir eben auch, also da werden wir viel dran machen. Und genau, das können wir halt hier ganz gut, glaube ich, weil egal wie weit entfernt es vielleicht so vom Leben ist oder so, oder wie nicht das dein Alltagsleben hier ist, hier kannst du dich halt mal zumindest ausprobieren ohne, und du wirst ein bisschen weniger gejudged vielleicht als in der Gesellschaft. Nicht, dass du nicht gejudged wirst, also keine Sorge, es werden schon Leute kritisch sein, egal was ihr hier macht, aber ich glaube, es ist ganz leicht, mal hier so eine Woche zu sagen, okay, ich probiere alles aus, ich bin Vollidiot, ich mache mal das, ich versuche mich im Sport voll zu investieren, ich versuche mal mehr lauter zu schreien oder ich versuche mehr für andere Leute da zu sein oder mehr über meine Gefühle zu reden oder alles Mögliche. Und es wird jemand da sein, der dir zuhört oder der dabei ist oder der dir auch sagt, wenn du dumm bist. Und ich glaube, das ist was, was wir nicht unterschätzen dürfen, dass wir so eine Gruppe von Leuten haben, also eine Bewegung von jungen Leuten, die sagen, ja, okay, wir sind ready, wir wollen investieren, wir wollen mal über uns selber nachdenken, wir sind bereit, auch Sachen aufzuopfern, um vielleicht Großes zu erreichen in der Zukunft. Weil im Endeffekt, das Motto heißt, you gotta go whole heart. Und da ist auch dieses gotta go, also dieses du musst dein Herz investieren, drin. Und es ist halt einfach so, die Welt, alles um uns herum bewegt sich. Und wenn wir nichts tun, dann gehen Dinge kaputt. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja, wenn ich nicht whole heart gehe, dann
werde ich halt nicht krasser, aber ist okay, sondern wenn du dich nicht bewegst und wenn du dich nicht investierst, dann verlierst du Dinge. Und ich denke mir so, den Schatz, dass wir halt uns haben, dass wir sowas haben, so ein Ort oder eine Bewegung, wo Leute zusammenkommen, die was Größeres schaffen wollen, das sollten wir uns halt nicht durch die Finger gleiten lassen. Weil im Endeffekt ist halt wahr, dass auch die Zukunft von dieser Bewegung ist unsere Zukunft und nicht in dem Sinne von da, wo die Zukunft, wo die Bewegung hingeht, da geht ihr hin, sondern da, wo ihr hingeht, da geht die Bewegung hin. Und jetzt je nachdem, wenn ihr sagt, nee, ich kann hier nicht rein investieren und ich will nicht und ich mache hier nichts, dann wird es halt auch nichts mehr geben irgendwann. Und egal, ich denke, unsere Bewegung ist so jung und wie so ein junges Kind, was tausend Fehler macht und auch so viel lernen muss. Aber ich glaube, wir müssen halt uns bewusst sein, dass wir halt hier dabei sind am Anfang von dieser Bewegung und dass wir viel auch ausmerzen können und dass wir vieles besser machen können und dass es unsere Bewegung auch ist. Und dass wir jetzt entscheiden, was wir tun wollen, wo wir sie hinlenken wollen, das ist einfach die Zukunft, weil es ist ganz klar so, ne, dass irgendwann sind wir die Erwachsenen und die Älteren sind nicht mehr hier. Und dann müssen wir whole heart gehen für was wir denken, dass es das Richtige ist. Genau. Und ja, das wird unsere Woche. Darum wird es von uns aus die Woche so ein bisschen gehen. Und mal schauen, was ihr dann das Ganze hineinbringt. Dankeschön.